Bei diesem Arbeitsblatt handelt es sich um ein interaktives PDF-Dokument. Benötigt wird also der normale Acrobat Reader. Es soll die richtige Stelle mit dem Laut gekennzeichnet werden. Der Laut steht immer oben auf dem Arbeitsblatt. Bei unserem Beispiel also das A. Die Kinder sehen Bilder und fragen: Höre ich den Laut am Anfang, irgendwo in der Mitte oder am Ende? Entsprechend klicken Sie auf das Feld unter dem jeweiligen Bild. Bei Affe hören wir das A am Anfang. Hier klicken wir in das erste Feld. Bei Wal hören wir das A in der Mitte. Hier klicken wir also auch in das mittlere Feld. Und bei Opa hören wir das A am Ende, klicken also nun in das letzte Feld. Achtung! Manchmal musst du mehrmals klicken. Bei Ananas hören wir das A am Anfang und in der Mitte. Also klicken wir in das erste und das mittlere Feld. Wenn alles ausgefüllt ist, muss die Datei abgespeichert werden und kann dann per E-Mail wieder zurückgeschickt werden. Nun kann der Lehrer oder die Lehrerin die Antworten kontrollieren.